Was ist der Sinn des Lebens? Wozu sind wir hier? Wofür ist das alles gut? Und warum schmeckt das Essen aus dem Müll so viel besser? Das war ich. Und das war ich auch. Und dann war ich dieser kleine Kerl. Ziemlich viele Leben für einen einzigen Hund. Aber jetzt habe ich schon viel zu viel verraten. Fangen wir von vorne an. Für mich begann alles mit einem Jungen. Sein Name war Ethan. Bailey, 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 Bailey. Mein Name war Bailey, 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 Bailey. Nein! Bailey, spuck's aus! Was will er von mir? Na los, raus damit! Immer wenn Ethan traurig war, wusste ich genau, wie ich ihn aufheitern konnte. Bereit? Bereit. Und lauf! Mit diesem Ball haben wir den ganzen Nachmittag gespielt. Und Ethan war glücklich. Manchmal musste ich auch etwas nachhelfen. Aus! Hey! Das war der Hund, nicht ich. Vielleicht solltest du deinem Hund mal ein paar Manieren beibringen. Wir waren jeden Tag zusammen. Kämpfen die gerade ums Essen? Nein, nix drin. Hey! Die Jahre vergingen wie im Flug. Und meine Zeit mit Ethan näherte sich dem Ende. Mach's gut, mein Junge. Du wirst mir fehlen. Und dann, kaum zu glauben, ich war wieder da. Und ich hatte kein Ich bin Mädchen? Braves Mädchen, gut so. Ich hatte eine neue Aufgabe. Ich wurde wieder gebraucht. Und wieder und wieder. Na du? Mit jedem neuen Leben lernte ich etwas dazu. Hey! Oh. Kennen wir uns nicht? Hey, wo hast du den denn her? Okay, bereit? Lauf! Ich habe versucht, all die Dinge zu verstehen, die ich erlebt habe. Hat meine Reise einen Sinn? Und was hat Speck damit zu tun? Wenn ich es schaffe, dass wir uns lieben und abschlecken, das ist der Sinn meines Lebens. Ethan, warum hast du immer diesen Hund dabei? Ist der so eine Art Ersatzfreundin oder was? Der Hund lacht dich aus. Hunde lachen nicht. Ah, wenn der wüsste.